Teil 6 der 9 Spieler. Heute eine Zusammenfassung. Mein Name ist Steffen Pohl. Hallo, ich bin Matthias Fetsch. Ja, hallo, ich bin Sven Michel. Ich bin Ahmed Maidouni. Hallo, mein Name ist Fanol Perdedai. Der erste Neuzugang ist Steffen Pohl. Der 30-Jährige ist der neue Abräumer vor der Abwehr und ersetzt den zum FSV Frankfurt gewechselten Marc-André Kruska im defensiven Mittelfeld. Ebenfalls neu, allerdings nur ausgeliehen, ist Matthias Fetsch. Der 25-jährige Stürmer soll mit seiner Kopfballstärke und seinem starken rechten Fuß für jede Menge Tore sorgen. Auch Neuzugang Nummer 3 soll für Torgefahr sorgen. Sven Michel schießt aber nicht nur Tore, sondern bringt auf den Außenbahnen vor allem seine Schnelligkeit und gute Flanken mit ein. Der vierte Neuzugang im Bunde ist der 22-jährige Fanol Perdedai. Der Jungstar ist die neue Schaltzentrale im Cottbuser Mittelfeld. Er baut mit seinen Pässen das Spiel auf, geht in der Defensive, aber auch in die Zweikämpfe. Der bisher letzte Neuzugang ist ein wahrer Routinier. Ahmed Maidouni ist 33 Jahre alt und hat bereits für viele Vereine gespielt. Unter anderem auch in der ersten Bundesliga und sogar in der Champions League. Der 1,91 Meter große Algerier ist kopfballstark und entlastet die dünn besetzte Cottbuser Innenverteidigung. Das sind also unsere 5 neuen Hoffnungsträger. Sie kommen mit geballter Erfahrung zum FC Energie Cottbus. Alle 5 haben ein klares und gemeinsames Ziel. Ja, wir wollen natürlich unbedingt die Kurve kriegen und nicht Abstieg, ganz klar. Den Klassenerhalt zu schaffen. Dass wir versuchen, den Rückstand, den wir momentan haben, aufzuholen. Dass wir Liga halten, dass wir nächstes Jahr so in zweiter Liga bleiben. Das ganze Ziel von der ganzen Stadt und vom ganzen Club ist, dass wir auf jeden Fall drinnen bleiben. Die Vorbereitung lief vielversprechend. Alle Testspiele wurden gewonnen und die Neuen konnten erste Akzente setzen. Doch die erste Bewährungsprobe steht erst heute Abend gegen Sandhausen an. Da gilt es für die Neuzugänge erstmals zu überzeugen und sich für die Startelf zu empfehlen.